Seht ihr meinen Bildschirm? Ja. Ja, dann herzlich willkommen zum Endspurt. Letzte Sessionrunde. Kickoff der Learning Circle Experience haben wir die Session genannt. Ich würde euch jetzt mal so ein bisschen erklären, was so der Grundgedanke ist von dem Ganzen. Ist ein neuer Begriff, den es bisher so im LernOS-Kontext noch nicht gab. Aber vielleicht kann man ja aus dem Namen schon ableiten, worum es eigentlich geht. Also der Hintergrund ist der, dass wir jetzt zum Ende September quasi die Version 2 von dem LernOS for You Guide veröffentlichen. Da schauen wir auch gleich nochmal ein bisschen rein. Ich weiß nicht, wer, jetzt mal eine kleine Runde, können wir ja kurz die Runde machen, wer von euch hat denn schon mal einen Wall Circle gemacht und wer hat schon mal einen LernOS Circle gemacht? Dass wir das einmal so, ich gehe mal die Namen durch, einfach kurz sagen, dass ich da ein bisschen Überblick habe. Ich habe den Arno als erstes auf der Liste. Er wollte aber gerade einen Kaffee noch holen, glaube ich. Ich bin schon da. Ah, bin schon da. Ja, also ich habe mit beidem keine Erfahrung. Ich habe heute zum ersten Mal LernOS kennengelernt, heute früh, aber ich habe keine Erfahrung, weder mit Woll noch mit was anderem. Passt, gut. Dann, ich lese immer nur Baumann Renner. Bist du ein Ja, Renner? Das bin ich. Das, Edith, ich kann das nicht Edith, ändern. Ja, okay. Also ich bin, Woll habe ich gemacht und ich bin jetzt gerade noch beim Sketchnote bei Woche 11. Ah, sehr gut, fast Absolvent. Gut, dann die Frauke. Frauke, wir machen gerade so eine Runde. Ja, genau. Habe ich mir fast gedacht. Ich bin tatsächlich mal gerade im falschen Link unterwegs. Ja, ich bin Frauke, ich sitze in Kiel und bin noch relativ neu bei dem Thema dabei und wollte jetzt mal loslegen, starten mit einem Circle. Okay, gut. Dann Karin. Du bist zwar nicht gemutet, aber wir hören dich trotz, oder ich höre dich nicht zumindest. Nee, sind wir noch stumm? Oder hört ihr sie? Nein. Dann machen wir erstmal weiter. Vielleicht wird es noch. Probier einfach, sobald wir dich hören, nehmen wir dich rein. Marianne habe ich als nächstes. Ja, ich habe schon mehrere Wall-Circle gemacht und die auch bei uns in einem Fachverband angeschoben. Ich habe noch keine Erfahrung mit LernOS und denke, es ist eine tolle Gelegenheit jetzt. Okay, dann habe ich die Ute. Ja, ich habe letztes Jahr einen gemischten Wollzirkel gemacht und habe jetzt gerade frisch einen neuen gestartet, aber diesmal einen thematischen Zirkel zu Modern Workplace Learning. Okay. Noch keine Erfahrung jetzt mit LernOS. Modern Workplace Learning ist beim Marcel oder wo ist es? Nein, es kam eigentlich auch aus einem Meetup raus. Es waren einfach gerade die richtigen Personen da für genau dieses Thema. Schön. Und jeder sucht sich eben aus diesem Themenblock ein Entwicklungsziel. Und von dem her kann man sich da auch gegenseitig dann so, also ist es thematisch befruchtend, sage ich mal so. Dann habe ich die Sandra. Ja, weder noch, aber vielleicht ist das heute der Auftakt. Mal abwarten. Richtige Einstellung. Und den Stefan, der sitzt neben mir. Ja, ich hab die Unterlagen alle schon einmal durchgelesen, aber ich habe noch keinen Pfad durchschritten und habe mir jetzt fest vorgenommen, nicht nur lesen, sondern tun. Deswegen steht drin, stop reading, start doing. Sehr gut. Dann können wir noch mal probieren. Karin? Ja. Wir haben Ton. Sehr gut. Ah ja, einmal raus, einmal rein, dann geht's. Ja. Sketchnoting habe ich gemacht, einen Circle. Exzellent. Und Woll auch? Nein, schon? Noch nicht. Nein. Alles klar. Okay, dann habe ich so grob Überblick. Dann würde ich einfach mal damit starten, bevor ich euch die Experience ein bisschen erkläre. Für die, die jetzt mit LernOS auch noch gar nichts zu tun haben, eigentlich die Anlaufstelle, wo ihr alles findet, worüber ich spreche, ist die lernos.org. Wenn ihr da drauf geht, dann findet ihr die Webseite, die noch gar nicht so alt ist, aber sie haben ja recht neu gemacht, wo ihr auf der einen Seite im Header die Links habt zur Community. Da springe ich auch nachher nochmal rein. Da sind so gut 1300 Leute drin, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt den Link auf den Twitter-Handle, dem kann man folgen, um so über alle News auf dem Laufenden zu bleiben. Und es gibt den Link in Richtung GitHub. Das heißt ja deswegen Open System, weil wir diese ganzen Inhalte offen pflegen und ihr die gerne auch anpassen, weiter verarbeiten könnt, wenn ihr das wollt. Und da kann man eben auf GitHub sich die Inhalte runterladen.
Wenn man hier auf der Seite ein bisschen runtergeht, gestern gab es eine Session dazu, da ist leider die Aufzeichnung gescheitert. Das sind nur die ersten 3 Minuten aufgezeichnet, das werde ich aber im Nachgang nochmal machen. Wir haben jetzt vor 2 Wochen sowas, diesen Quickstart-Guide veröffentlicht, der mal versucht, LernOS auf einer Seite zu erklären. Wir sprechen jetzt hauptsächlich heute drüber über LernOS für Individuen, also wie gestalte ich mein eigenes Wissens- und Lernmanagement, wenn man so will. Das Gleiche gibt es auch nochmal auf organisationaler Ebene und auf Teamebene. Aber wie gesagt, das war eher die Session gestern, die wir hatten. Aber könnt ihr euch auch mal anschauen, wenn es euch interessiert. Und dann hier so ein bisschen weiter runter gibt es die Sektion LernOS Leitfäden. Und da kann man sich quasi die Leitfäden runterladen, die dann die Anleitungen sind für die Circle. Da gibt es quasi die Trennung. Wir nennen das eine den LernOS Kern oder Core. Das sind eben genau diese 3 Leitfäden auf der Ebene Individuum, Team, Organisation. Ihr seht, dass der für Teams noch gar nicht verlinkt ist, weil der kommt erst nächstes Jahr. Der für Organisationen, den gibt es in der Version 0.7. Also der ist so noch nicht reif. Da ist so die Zielmarke, Ende erstes Quartal 21 mit einer Version 1 da zu sein. Den LernOS für dich, also für Individuen, den gibt es jetzt schon in der Version 1.6. Der wird bis zur Learning Circle Experience in der Version 2 verfügbar sein. Funktioniert immer so, wenn ich hier vorne klicke, lande ich auf der Webversion. Hier hinten, falls ihr eher die PDF-Leser oder PDF-Ausdruckerinnen seid, könnt ihr euch da auch das PDF runterladen. Oder wenn man reinschreiben will, manche haben ja so PDF-Tools, wo man sich dann Notizen machen kann. Was vorhin schon so genannt ist, Sketchnoting Guide zum Beispiel, das sind so bewährte Tools und Methoden, die man eben im Kontext von Lern- und Wissensmanagement oft braucht. Das haben wir halt unter den Label die Werkzeugkiste von LernOS oder LernOS Toolbox gestellt. Und da findet man jetzt auch so Sachen wie den Sketchnoting-Leitfaden zum Beispiel. Wenn ich hier klicke, dann lande ich quasi in den Inhalten des Sketchnoting-Guides. Nur, dass ihr euch so ein bisschen orientieren kommt, wie komme ich eigentlich wohin. So, und dann würde ich jetzt mal springen in den LernOS für dich Leitfaden und würde dort mal erstmal vielleicht erklären, was so die Grundstruktur ist. Also die Idee dieser Leitfäden ist so, dass die immer gleich aufgebaut sind, dass man sich gut zurechtfindet. Und auf oberster Ebene hat man quasi immer diese 4 Kapitel. Über LernOS erklärt in jedem Leitfaden nochmal, was hat es damit eigentlich auf sich. Mit LernOS ist der Link auch zurück auf die Webseite und auch so ein kleines Vorwort. Was ist der Kontext des jeweiligen Leitfadens? Und dann hat man eigentlich den Kern, ist das Grundlagenkapitel und das Lernpfadkapitel. Im Grundlagenkapitel wird zu dem Thema des Leitfadens das Wichtigste, was ich wissen muss, kompakt dargestellt. So ein bisschen mit der Vorgabe, dass da nicht Dinge sind, die man sich gerade auf dem Post-it neu überlegt hat, sondern dass es eben alles auf möglichst erprobten, fundierten, wissenschaftlich belegten Ansätzen beruht. Also zum Beispiel sowas wie Getting Things Done als Methode. Das gibt es jetzt seit 2001. Da gibt es viel Forschung dazu aus ganz verschiedenen Bereichen, Kognitionspsychologie und Produktivitätsforschung, wo man sagen kann, wenn so eine Methode von 2001 bis heute überlebt, ist das schon mal so Social Proof und gleichzeitig aber dass Leute damit ihr Geld verdienen, dass es in Firmen in Breite ausgerollt wird, ist eben ein Zeichen, dass das jetzt nicht so eine Post-it-Methode ist, sondern also im Sinne von gerade auf dem Bierdeckel entstanden, sondern eben was Hand und Fuß hat. Das wird im Grundlagenkapitel vermittelt, in dem Lernpfadkapitel. Dort sind dann die eigentlichen Übungen. Die heißen ein bisschen anders, erkläre ich auch gleich noch warum. Wo ich quasi durch einen so einen Circle laufe. Also die Grundidee ist, dass ich mit so einem Leitfaden immer in einem Zeitraum von einem Quartal was Neues lernen kann. Irgendeine neue Fähigkeit lernen kann. Das ist so ähnlich, wie ihr vielleicht von der Schule oder von der Uni kennt. Da hat man ja Schuljahre oder Halbjahre, Semester, Trimester. So haben wir quasi gesagt, wir takten mal so ein Jahr in 4 Abschnitte. Die nennen wir Sprints in Anlehnung an Scrum. Und ich überlege mir quasi für jeden dieser Sprints, will ich mir da ein bestimmtes Lernziel vornehmen. Also zum Beispiel will ich im ersten Quartal 2021 Sketchnoting lernen beispielsweise. Und der Lernpfad gibt mir dann die Anleitung, was mache ich in dieser Zeit. Da gucken wir auch gleich noch drauf. Und dann gibt es noch so einen Anhang. Im Anhang sind die Danksagungen, also wo wir quasi auf alle Menschen oder Institutionen hinweisen, die irgendwie beigetragen haben, wesentliche Elemente jetzt für den Leitfaden oder auch von Theorien geleistet haben, also
also ich, der John Doerr für Objective and Key Results oder David Allen für Getting Things Done oder John Stepper für Working Out Loud. Das ist da drin, dann ist immer so eine, kann er mal reinspringen, halt ein bisschen runter, mindestens mal, also hier sieht man die Danksagungen, ne, wer hat beigetragen und die Änderungshistorie, wo ihr auch nachvollziehen könnt, ne, was hat sich, also wann wurde der Leitfaden erstellt und was hat sich so von Version zu Version getan, kann man hier nachvollziehen. Da springe ich mal zurück und dann springen wir hier mal in den Grundlagen, hier in das Sprints-Kapitel. Ja, das ist so die Grundidee von diesem Sprint. Ich weiß jetzt nicht, wer so, gestern gab es ja so eine Session zu agilem Lernen, wer so mit dem Thema Agilität zu tun hat und sowas wie Scrum kennt. Also könnt mal kurz, wenn ihr Scrum kennt, das Handhebel-Feature nutzen, dann sehe ich mal einfach da mal auf die Hand. Ja, okay, also Scrum ist bekannt, sehr gut. Ja, das, was ein bisschen der Unterschied ist, in Scrum hat man ja normalerweise sehr kurze Zeitscheiben. Also so ein Scrum-Team arbeitet mit Sprints von einer Woche oder zwei Wochen Länge in der Regel. 4 Wochen ist schon sehr lang. Ne, wir verwenden aus Objective and Key Results eher diesen Quartalstakt. Ne, weil wenn ich mir jetzt vornehme, sowas wie Sketchnoting zu lernen, wenn ich im Sommer mal 4 Wochen Zeit habe, dann schaffe ich das vielleicht in 2 Wochen, wenn ich Vollzeit quasi den durchlaufe. Die Idee ist aber eher, dass ich in so einem Sprint, wir sagen immer so Daumenregel, 2 Stunden in der Woche Zeit habe, das zu tun. Also ich treffe mich mit den Leuten, mit denen ich gemeinsam lerne, wenn ich das zusammen mache. Ich habe bestimmte Übungen, die ich vorher allein vorbereite, ne, so Flipped Classroom-Ansatz. Also ich mache was, bringe das Ergebnis mit im Circle und bespreche es dann dort. Das Weekly Meeting, was man macht, dauert in der Regel so 1 Stunde und dann habe ich nochmal 1 Stunde extra. Also ich weiß nicht, vielleicht kann mal eine oder andere was erzählen aus der Woll-Erfahrung. Mir haben eigentlich diese 1 Stunde, die oft genannt wird, auch nie gereicht, um sozusagen das zu machen, was das Programm der Woche ist. Aber vielleicht war ich auch einfach nur langsam. Nee, das kann ich nur bestätigen. Also diese 1 Stunde, die ist oft draufgegangen, um alleine eine Aufgabe umzusetzen und für das Intro. Mhm. Ja. Ja, genau. Also so ging es mir auch. Man hat dann halt irgendwie drüber gesprochen, ob man Sachen weglässt. Ich war auch schon in Circles, da hat irgendwie das wöchentliche Meeting auf einmal 2,5 Stunden gedauert, wo ich mir dann auch gedacht habe, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Aber gut, das ist so ein bisschen grob die Idee, dass das maximal 2 Stunden dauert. Quasi in Anlehnung an Scrum auch. Bei Scrum hat man am Anfang vom Sprint immer ein Planning. Also ich plane quasi, was ich mache und am Ende vom Sprint eine Retrospektive, wo man A guckt, kam das raus, was ich erreichen wollte? Also ist das Ergebnis das Richtige? Und B, wie war der Prozess? Können wir in dem nächsten Durchlauf den Prozess, wie wir zusammenarbeiten, verbessern? Das ist eigentlich Ziel der Retrospektive. Das ist Woche 0 und 12. 0 und 12 deswegen, weil es dann insgesamt 13 Wochen sind. 13 Wochen mal 4 sind die 52 von einem Jahr. Damit bin ich genau in diesem Quartalstakt quasi. Wenn das jemand nicht passt und er sagt, wir strecken das, wir können ja jede 2. Woche und dann dauert das 1/2 Jahr, ist auch kein Problem. Das macht man halt in Woche 0 mit den Leuten aus, mit denen man durch den Circle läuft. Das ist einfach nur mal ein Vorschlag, wie man es machen könnte. Der Claim im Untertitel von dem LernOS4U-Leitfaden ist ja die Kunst des lebenslangen Lernens lernen. Ne, da, wo man oft mit Leuten in einem Wall-Circle da sitzt und sagen, was, ich soll mich über 12 Wochen 1 Stunde treffen, das ist ja viel, sage ich immer. Ja, und beim lebenslanges Lernen machst du das irgendwie, bis du stirbst, im Extremfall, oder bis du in Ruhestand gehst, oder wie lange auch immer ich sozusagen mein Lernen systematisieren möchte. Ne, also das ist so ein bisschen vielleicht auch ein Unterschied zu Wall. Uns geht es nicht darum, jetzt sowas einmal zu durchlaufen oder vielleicht zweimal. Ne? Ich glaube, die Katja Krenz von Bosch hat mal so eine Umfrage gemacht, dass die meisten Leute bei Bosch im Schnitt, glaube ich, durch gut 2 Circle laufen, also so ein bisschen mehr als 2 im Schnitt. Aber man macht halt nicht 10-mal den Wall-Circle-Guide durch und immer wieder das Gleiche. Ne? Außer man ist jetzt jemand, der halt andere Leute da mitnehmen will. Ne? Während es bei LernOS quasi schon die Idee ist, man erlernt dieses, ich stecke mir im Quartalstakt Ziele und lerne neue Dinge und das führe ich quasi Sprint für Sprint fort. Also bei so einer normalen Lebenserwartung hat man, glaube ich, irgendwas um die 270 Sprints, wenn man in der 5. Klasse anfängt und irgendwas um die 80 Jahre alt wird. Aber das müssen wir sehen. Das sehen wir in 50 Jahren, ob wir das geschafft haben oder nicht.
Wir sagen auch noch dazu, also prinzipiell sind die Lernhäuser so angelegt, dass ich das als Solist oder Autodidakt lernen kann. Ich könnte mir jetzt den Sketchnoting Guide schnappen und sagen, ich mache das alles ganz alleine. Oder ich finde irgendwie nicht 5 Leute oder es ist mir zu viel Zeitaufwand, mit 5 Leuten mir die Geschichten anzuhören. Ich mache das im Tandem, zu zweit. Wir haben zum Beispiel den Podcasting-Leitfaden, da kenne ich viele, die gesagt haben, wir machen das zu zweit, weil wir wollen so Gesprächspodcasts üben. Und das ist besser, wenn man gleich zu zweit ist, aber man muss nicht unbedingt 5 sein. Oder halt das Circle-Szenario, was man aus Lean-In-Circles oder eben Working Out Loud dann kennt. Bei den Lean-In-Circles war es ja so, dass die eine Circle-Größe von 12 bis 14 haben. Und John das ja reduziert hat, was ich sinnvoll finde, auf 4 bis 5. Einfach damit man, wenn man sich eine Stunde die Woche trifft, jeder genug Zeit hat, über seines zu reden und anderen zu helfen, was bei 12 bis 14 halt schwierig ist. Und die Lean-In-Circles, die treffen sich aber, glaube ich, auch für Halbtage oder gar Tage. Also das ist ein bisschen ein anderes Setting. Also das ist so grob die Idee des Circles. Wir haben da 2 Sachen noch eingebaut, die wir Boxenstops im Englischen Pitstops nennen. Das kommt aus der, ich weiß nicht, wer Lean Startup von dem Eric Ries kennt, Minimum Viable Products. Na, da ist ja so die Idee, dass ich möglichst schnell es schaffen soll, mal so ein Inkrement, irgendwas Anfassbares zu produzieren, damit ich das nicht lang vor mir herschiebe. Ne? Und deswegen haben wir da quasi über den Sprint nochmal so, man könnte jetzt sagen, so 3 Iterationen von einem MVP gelegt. Also das heißt, bei dem Podcasting-Lernpfad hat man bis zum Boxenstopp 1 seinen Podcast mindestens mal auf Papier. Also wie wird der aussehen? Was wird der Titel der ersten Episode sein? Mit wem habe ich da gesprochen? Bis zum Boxenstopp 2 habe ich mindestens eine Aufnahme wirklich schon gemacht und bearbeitet. Und quasi bis in Woche 11 habe ich 2 Episoden gemacht, geschnitten und auf der Webseite meines Podcasts veröffentlicht. Ja, also das ist so ein bisschen auch dieses Stop Reading, Start Doing. Die Leute möglichst schnell ins Tun und ins Lernen durchs Handeln bringen. Ja, und deswegen schauen wir eigentlich immer, dass die Lernpfade so aufgebaut sind, dass man höchstens die ersten 1, 2, vielleicht mal 3 Wochen sich mit Grundlagen und Theorie beschäftigt und spätestens ab Woche 3 auch ins Tun, ins Planen kommt. Ja, zumindest mal auf Papier schon mal so Prototypen vordenkt oder mit einem Canvas arbeitet. Wir verwenden gern diese, in Anlehnung an den Business Model Canvas, diese Übersichten, ne, so Strukturen, die man so als visuelle Checklisten verwenden kann, wo man dann mit Post-its reinklebt. Also kann man hier, wenn man hier sucht nach Canvas, na, da ist eine Übung hier drinnen. Na, das sind dann halt so Vorlagen, die kann man sich ausdrucken oder in OneNote packen, na, wo ich dann überlege, was könnte denn mein Ziel sein für den Sprint. Wenn ich keine Idee habe, was für ein Ziel ich mir suche, überlege ich mal, was für Aufgaben habe ich denn, welche Projekte stehen vielleicht an in Zukunft, welche Rollen übernehme ich, aus denen sich Ziele ergeben können, na, und in Richtung Netzwerk. Wen bräuchte ich denn in meinem Netzwerk, um diese Ziele besser zu erreichen? Über welche sozialen Netzwerke gehe ich? Ist das LinkedIn, Twitter, ResearchGate oder interne soziale Netzwerke? Na, und wo könnte ich denn vielleicht Dinge ablegen, die ich als Contribution in meinem Netzwerk geben kann? Na, und da arbeitet man halt mit solchen Sachen, um da schnell mit Post-its sich eben zu überlegen, was könnte jetzt ein Ziel sein? Als ein Beispiel quasi, ne? Sind viel so visuelle Hilfsmittel einfach in den Leitfäden drin. Ja, und so gibt es eben hier diese 3 Lernpfade. Ich kann mal hier auf das Überblickskapitel gehen, das ist so ein bisschen erklärt. Das LernOS for You setzt sich ja zusammen aus dem Working Out Loud Lernpfad, dem Objectives and Key Results Lernpfad und dem Getting Things Done Lernpfad. Getting Things Done ist eher so eine erstmal sehr operative Selbstorganisationsmethode, die davon ausgeht, dass auf Wissensarbeitende heute extrem viel Zeug einprasselt, was man irgendwie organisieren muss. Der Chef gibt mir Aufgaben, ich habe Projekte, der Kunde ruft mir was zu, E-Mail-Flut, all sowas. Und das ist eben eine Methode, um in so einer Umgebung trotzdem produktiv und stressfrei zu arbeiten. Am Anfang von so World Circles, wo Leute gesagt haben, ich habe überhaupt keine Zeit, mein Chef gibt mir keine Zeit, ich habe so viele Projekte, ich kriege die Stunde nicht losgeeist pro Woche. Dann habe ich gesagt, schnapp dir das GDD-Buch, fang erstmal an mit Getting Things Done, dann schaufelst du dir die Zeit, die du für dein Wall Circle brauchst, ziemlich schnell selber frei, weil man sich einfach sehr stark rationalisiert und halt drauf schaut, was sind Sachen, wo Zeit liegen bleibt, wo ich halt viel produktiver sein kann.
Ne? Und der OKR-Lernpfad, da geht es eben darum, nach dieser Objectives and Key Results Methode sich selber Ziele zu stecken und die messbar zu machen. OKR geht zurück auf den John Doerr, der hat es bei Intel schon in den 80er Jahren haben die das entwickelt, als so eine Art agile, heute würde man sagen agile Zielmanagement-Methode, ne, die halt davon ausgeht, dass ich in einem sehr dynamischen Umfeld nicht mehr mit diesem klassischen Top-Management macht Vision, Strategie, Ziele, die breche ich dann bis März in Zielvereinbarungsgespräche auf einzelne Mitarbeiter runter, mache einmal im Jahr ein Zielvereinbarungs- und dann ein Performance-Review-Gespräch, weil sich, bis ich es runtergebrochen habe, die Welt schon zweimal weitergedreht hat. Ja, und so ist, sind auch die Quellen quasi in dem Lernpfad drin. Google beschreibt sehr schön, wie die das bei sich machen, wo auch die Ziele alle komplett transparent sind. Also ich kann vom CEO im Intranet mir die Ziele anschauen, aber auch von allen Teams. Ja, das ist quasi das, was man mit dem OKR-Lernpfad lernt. Ja, und dann noch eben der WOL-Lernpfad, um zu erlernen, wie man offen und vernetzt arbeitet. Da muss man so ein bisschen wissen, die Historie. Also wir haben angefangen erstmal mit einer offenen Variante, oder wir haben die 31 Übungen aus dem WOL-Lernpfad genommen und haben quasi so eine Art Rewrite gemacht. Also wir haben die einfach neu geschrieben, weil man darf sie ja nicht kopieren, würde man Copyright verletzen. Wir haben die neu geschrieben, in anderen Worten, und haben quasi so Sachen wie, wo ihr in der ersten Woche WOL drüber nachdenkt, was ist mein Ziel für die nächsten 12 Wochen, sowas wie OKR als Methodik eingebaut. Wir haben dann in der Version 1.1 das reduziert von 31 auf 11 Übungen, damit einfach mehr Luft ist und man mit der Zeit besser durchkommt. Das war auf Basis von einer Umfrage unter 140 Wall Circle Alumni, also 140 Leute, die mindestens einen Circle gemacht haben, haben da teilgenommen. Und da konnte man recht schön sehen, was sind so die Kernübungen, die einem besonders viel bringen, was sind Übungen, die man vielleicht noch nie gemacht hat. Und so haben wir das quasi dann auf 11 eingedampft. Und wir werden jetzt mit der Version 2 auch nochmal viel näher an die Ursprungsdefinition von dem Bryce Williams, also Working Out Loud als Observable Work, also die eigene Arbeit und die Ergebnisse sichtbar machen, plus Narrating Your Work, also über die Arbeit erzählen und andere partizipieren zu lassen, zurückgehen. Ne? Wo man dann eben sagt, okay, wie kann ich über meine Arbeit erzählen, über die Erfahrungen, blogge ich, schreibe ich LinkedIn-Artikel, starte ich einen Podcast, starte ich einen Vlog auf YouTube oder auf dem internen Videokanal. Also so ein bisschen als Ausblick, was in der Version 2.0 dann kommt. Na, und die Lernpfade, die sind eigentlich alle gleich aufgebaut. Ich mache mal den OKR auf. Na, da stecken hier innen drin dann sogenannte Cutters. Ich weiß nicht, weiß jemand, wo der Begriff Cutter herkommt? Nein. Ich kenne es aus dem Karate. Ja, sehr gut, genau. Also. Genau. Absolut. Es gibt zwei Kontexte. Kampfsport ist einer und Meditationspraxis ist der andere. Da ist sozusagen das Dojo, heißt es, D-O-J-O, ist der Ort, wo diejenigen, die etwas praktizieren, üben. Also hier in Bayern würde man sagen, die Turnhalle. Also halt quasi die Kampfsport-Übungshalle. Und Cutters sind quasi die Übungen, die ich mache, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also wenn ich jetzt einen grünen Gürtel in Karate haben will oder in Taekwondo, dann habe ich eben so Grundformen und Übungen, die ich einstudieren muss. Die sind beschrieben, die führe ich durch und irgendjemand, der sich damit auskennt, verbessert mich und hilft mir. Und das ist quasi übergeschwappt in den Bereich Ausbildung von Programmierern. Da gibt es das Buch, falls das jemand mal lesen will, Pragmatic. Das heißt The Pragmatic Programmer. Das ist übrigens ein perfektes Corporate Learning Buch. Eigentlich geschrieben, wie bilde ich Programmierer aus, aber die ersten 30 Seiten ist eigentlich, finde ich, genau diese Grundidee, wie man das Lernen voneinander, informelles Lernen in dem Kontext einer bestimmten Berufsgruppe, in dem Beispiel jetzt eben Programmierer, sehen muss und wie man darauf reagieren muss. Und da gibt es eben genau solche Coder-Dojos, heißen die, wo man quasi Leute zusammenbringt, in der Regel für einen Tag oder länger oder einen halben Tag, und sie eben zum Erlernen einer Programmiersprache bestimmte Übungen durchführen lässt. Das sind die Cutters. Und da gibt es das sogenannte Sushi-Card-Prinzip. Weiß nicht, wenn ihr so eine Sushi-Bar kennt, da ist ja oft die Speisekarte, also was es gibt, ist eine doppelseitig bedruckte DIN A4, die eingeschweißt ist, ne, und auf dem Tisch liegt, damit man die schön abwischen kann. Und genauso macht man das in den Dojos auch, weil ich bin als
Es sind zwei, drei Ninjas, die das Dojo laufen lassen und die haben vielleicht 100, 120 Leute da sitzen und die müssen, denen zeige ich was und dann müssen die möglichst schnell alle Quellen haben, um loslegen zu können. Und dafür haben sie diese Sushi-Card, dann können die erstmal loslegen und nur die, die Probleme haben, melden sich dann bei den Betreuern. Ne, und so läuft hier in Nürnberg zum Beispiel, das könnt ihr im Netz mal googeln, oder ich mache es mal kurz auf, Coder Dojo Nürnberg. Na, diese Coder-Dojos, die öffentlich sind, haben eigentlich immer das Ziel, Kindern zwischen 7 und 17 Jahren das Coding beizubringen, wobei Coding da sehr weit gefasst ist. Also das sind auch, was weiß ich, Leute, die Trickfilme machen oder Videos machen oder Minecraft programmieren oder hier so mit Scratch arbeiten, wie man hier sieht. Na, und dann sind es teilweise schon so die ersten Kids, die dann 3, 4 Dojos hinter sich haben, die dann auch schon Ninja werden, ne? Also wenn sie so 13 Jahre alt sind in der Regel und dann anderen helfen, sozusagen reinzukommen und die haben dann genau diese Sushi-Cards als Basis. Also da kommt so ein bisschen die Idee dieser Cutters her, ne? Und ist quasi jetzt hier eine Cutter, die Top 10 Quellen zu OKRs, um sich da ein bisschen einzulesen, steht dann immer dabei, wie lange dauert das, ne? Und dann quasi die Anleitung mit eben hier den Top 10 Quellen, wo man sich dann welche raussuchen kann, um in der Woche 1 quasi ein bisschen in das Thema OKRs reinzufinden. Wo wir dann oft merken, steht jetzt nicht explizit dabei, aber man kann in der einen Stunde, die man hat, nicht alle Quellen konsumieren. Das gilt eigentlich bei vielen der Übungen. Und jeder hat auch so ein bisschen andere Neigungen. Ne? Der eine liest lieber was oder schaut sich ein Video an oder hört einen Podcast. Und dadurch, dass man dann im Circle zusammenkommt und drüber spricht, vergemeinschaftet sich dann das Wissen und es entsteht eben eine gemeinsame Idee, was denn OKR sein könnte für einen selber. Also das ist so ein bisschen der Überblick und diesen Leitfaden, also diesen Lern-OS für dich, den ich jetzt gerade gezeigt habe, das ist eben auch der, den wir in der Learning Circle Experience verwenden wollen. Bevor ich das jetzt im Detail erkläre, würde ich kurz nochmal, weil ich jetzt viel geredet habe, fragen, ob irgendwas noch gibt, wo ihr die Stirn gerunzelt habt oder sagt, das habe ich nicht verstanden, da müsste man nochmal drauf eingehen oder ob das so einigermaßen verständlich war. Schau mal, der Arno hat die Hand gehoben. Das ist vielleicht noch von vorhin, aber ich habe trotzdem eine Frage. Und es ist jetzt so, dass ich kein zusätzliches Material wie Bücher oder irgendwas brauche, sondern die Idee ist, dass ich direkt hier mit Links und so weiter an die Informationen kommen, die ich brauche oder über eine eigene Recherche im Netz? Genau, also wir haben, im Prinzip ist es das Erstere, was du gesagt hast, die Idee ist und deswegen offen, dass alle Inhalte, die ich dafür brauche, offen verfügbar sind und ich mir nichts kaufen muss. Okay. Ja? Es gibt eine Ausnahme und ich hoffe, dass wir die bis zur Version 2 noch rausbringen, im Getting Things Done Lernpfad. Gibt es in den Katas sowas wie Lisa? Genau, das ist mir nämlich aufgefallen. Mhm. Genau. Und da haben wir aber schon ein Excel-Sheet, wo wir quasi gesammelt haben, was kann man verwenden statt dem Buchkapitel. Weil es gibt auf irgendeinem russischen Server gibt's eine alte Version des Buchs zum Download als PDF. Aber das ist natürlich unfair, wenn wir jetzt über so ein Material quasi eine gediebstahlte Version von dem Buch pushen würden. Das wollen wir eigentlich. Aber der David Allen hat in seiner Webseite so viele Blogartikel geschrieben, behandelte Themen in den Podcast, na, dass wir es umdrehen wollen und sagen wollen, hier ist ein Blogartikel, wenn du das Buch hast, dann wäre das Kapitel 5 zum Nachlesen. Ne? Also dass es eher so rum ist. Okay. Zu dem Aspekt Buch noch, das ist nämlich auch wichtig. Es gibt ja viele Sachen, die man lernen kann, die bestehen oft aus so einer Quelle, die eher die Theorie hat und eine Quelle, wo die Übungen drin sind. Also bei Lernorganisation wäre das zum Beispiel The Fifth Discipline, das Buch, weiß nicht, ob das jemand kennt, von Peter Senge, ne, Systemdenken. Und da gibt es quasi The Fifth Discipline und es gibt The Fifth Discipline Fieldbook. Und das Fieldbook ist die Beschreibung, wie ich es umsetze. Und bei Working Out Loud ist es genauso. Bei Working Out Loud gibt es ja das Working Out Loud Buch und es gibt die Working Out Loud Circle Guides. Und viele Leute machen die Circle Guides, ohne das Buch gelesen zu haben oder lesen das Buch und stellen später fest, dass es die Circle Guides gibt. Das ist eigentlich die Idee des Grundlagenkapitels plus dem Lernpfad. Also das Grundlagenkapitel wäre quasi The Fifth Discipline und der Lernpfad wäre das Fieldbook mit der Anforderung noch, dadurch, dass man nur 11 Wochen mal 2 Stunden hat, dass das so ungefähr im Rahmen 50 plus minus x Seiten ist. Ne? Dass wenn ich das, wenn sich jemand ausdrucken sollte, ich da nicht total erschrocken bin, dass ich jetzt so einen riesen dicken Wälzer vor mir habe.
Ne? Beantwortest du ungefähr? Ja. Ja, genau, weil ich hatte das von David Allen eben gesehen und habe gedacht, okay, ich brauche noch ein Buch dazu, was ich jetzt auch nicht schlimm gefunden hätte, weil, weiß nicht, 97 oder was das kostet, ist genau. Ja kein Thema. Mhm. Also es ist, was es jetzt ganz neu gibt, und da werden wir auch den Lernpfad noch drauf anpassen, es gibt von Getting Things Done das Getting Things Done Workbook. Hier, dieses ist das. Das kam blöderweise irgendwie 3 Monate raus, nachdem wir den Lernpfad gemacht haben. 10 Moves to Stress-Free Productivity. Und das ist quasi auch genau die Sequenzierung in 10 Schritten, die man auf Wochen mappen kann, quasi Getting Things Done erlernen. Also wenn man was kauft und 2x10 Euro hat, empfehle ich beide zu kaufen, weil die lohnt sich beide. Genau, es werden auch die Links zu den Büchern immer im Leitfaden bleiben, also die Verweise, ne? Weil natürlich die Autoren, die sollen ihre Bücher verkaufen, was davon haben, was sie gemacht haben. Man soll aber den Lernpfad auch machen können, wenn ich jetzt sage, ich kann mir das Buch nicht leisten. Ne? Wenn man jetzt mal dran denkt, man bringt die Inhalte dann auch mal in dritte Welt oder irgendwo hin, ne? Dass man sagt, da gibt es Leute, denen tun 10 Euro weh, dass das halt trotzdem auch irgendwie anders geht. Genau, und was wir jetzt machen, jetzt komme ich zu der Circle Experience, wenn niemand noch zusätzliche Fragen hat. Wir wollen halt jetzt mal ausprobieren, Circle über einen Sprint mal ein bisschen enger zu begleiten, also zu helfen, Verständnisfragen zu stellen, zu erklären, was passiert denn wann, worauf muss ich achten, und machen quasi vom 5. Oktober, das ist Montag in der Woche, bis zum 21. Dezember diese Circle Experience. Und die kennzeichnet sich dadurch, dass wir 100 Personen suchen, die Lust haben, einen LernOS Circle entweder mit WOL oder GDD oder OKR Lernpfad zu machen, sich zu einem Circle zusammenzufinden, und wir dann gemeinsam mit den 100 Leuten so eine Woche, also eine Woche Null mit einem Auftakt, wo wir erklären, was passiert da alles, wo muss man aufpassen, wo finde ich welche Checklisten, wo gibt es die OneNote-Vorlagen, und dann eben zu den Boxenstops und zur Retro am Ende. Ne? Da ist man schon beim Glühwein trinken dann und feiern, sozusagen eine gemeinsame Videokonferenz zu machen. Das ist auch unser Geburtstag, also das ist immer dieser LernOS-Geburtstag sozusagen. Aber das soll euch nicht kümmern. Na, und begleitend werden wir einen Chatbereich aufsetzen mit den 100 Leuten, wo man auch untereinander sich austauschen können oder alle, die dabei sind, Fragen stellen können. Na, und dazu kann man sich eben über Eventbrite anmelden. Das kostet nichts. Das kann man machen, wenn man schon einen Circle hat. Das kann man aber auch machen, wenn man sagt, ich bin noch alleine, aber will über diese 100 Leute einen Circle finden, weil wir hier in Connect, weiß nicht, wer von euch auf dieser, das ist die Community-Plattform zu LernOS, ne, da gibt es hier bei LernOS gibt es den Circle Finder, das ist quasi so ein Marktplatz, ne, wo hier zum Beispiel Leute posten, suche noch 3 Mitstreiter für einen Circle und dann halt entweder OKR oder GDD-Lernpfad. Also das werden wir in die Experience einklinken, dass quasi möglichst viele Leute dann über so einen Mechanismus ihren Circle finden. Also das wäre so der Input mal von mir. Ich poste mal den Link in den Chat. Wer Lust hat, kann sich da einfach anmelden. Wenn ihr euch angemeldet habt und es passt zeitlich nicht, wäre es schön, wenn ihr uns eine Nachricht schickt und euch wieder abmeldet, damit man halt bei den 100 irgendwie jemand anderes mit reinnehmen kann. Und jetzt haben wir auch noch 10 Minuten Zeit, wo wir noch diskutieren können, Fragen stellen können, besprechen können, was auch immer euch interessiert. Muss es nicht sein. Also im Moment ist es geplant, dass wir diese 4 Videokonferenzen auf Deutsch machen. Wenn jetzt jemand in einem Circle ist, der Englisch spricht, müsste man den irgendwie abholen im Circle. Also das für nächstes Jahr, wir haben jetzt auch verschiedene Firmen, wo wir sowas auf Englisch machen. Also es ist auf jeden Fall auch angeplant. Jetzt für das erste Erproben werden wir es auf Deutsch machen. Simon, ich habe mich angemeldet und ich will auch gerne mitmachen. Ich habe nur an dem ersten Termin, geht um 2 ein Seminar los. Da kann ich nicht von 1 bis 2 irgendwo online sein. Ist das ein Schaden? Nö, gar nicht. Also wir machen das wie jetzt im Open Space. Wir werden die Session recorden, das alle als versteckte Videos bereitstellen innerhalb der Chatgruppe für die 100 Leute. Das heißt, wenn du
nach einer halben Stunde oder irgendwas raus muss, dann kannst du dir den Rest im Nachgang anschauen. Das wird uns immer wieder passieren. Also es haben jetzt auch schon Leute gesagt, ah, ich kann nicht um 13 Uhr, erst um 14 Uhr. Jeder Termin, den man festgelegt hat, hätte bei Leuten dazu geführt, dass es nicht geht. Aber das ist kein Problem. Gut, super, danke. Ja. Marianne, sehe ich ja die Hand nach oben. Marianne, falls du redest, du bist gemutet. Okay, die ist vielleicht von vorhin noch hoch. Ja, sonst noch gerne auch, wenn ihr Gedanken habt, ob das eine gute Idee ist, eine schlechte Idee ist. Es sind ja einige, die Circle-Erfahrung haben. Ob ihr sagt, sowas ist hilfreich, hätte man sich schon mal gewünscht oder ist überflüssig, funktioniert auch ohne. Also wie gesagt, für uns ist der erste Durchlauf und wir sammeln jetzt da auch Erfahrungen mit, wie sowas funktioniert und ob es hilft. Ich habe tatsächlich eine Frage. Ich hatte mich in meinen vielen geöffneten Fenstern verirrt. Ich verfolge das natürlich auch direkt auf der Seite mit. Ne? Ja, ich habe Lust mitzumachen. Ich habe mitbekommen, das macht ja durchaus Sinn, alle drei Lernpfade zu verfolgen. Also dass das sozusagen auch dann eine Komplettierung ist, ne? Also weil eben dann mehr auf Netzwerken fokussiert und so. Wenn man sich nicht sicher ist mit dem eigenen Thema, welcher Lernpfad passen würde, macht ihr das bei dem Kickoff auch, so eine Art Beratung? Genau, also wir haben so eine Art, da gibt es eine Folie geben mit so einer Art Entscheidungsbaum, so mit unseren Erfahrungen, was würde man jetzt in der Woche 0, wenn man zusammensitzt und überlegt, welchen der Lernpfade man macht, empfehlen. Ja, da werden wir ein bisschen drüber erzählen. Die Entscheidung treffen muss letztendlich jeder Circle dann selber. Mhm. Ja, also wir haben auch von den Leuten ein paar mit so geschrieben und Rückmeldung gegeben von, wir sind schon ein Circle und wissen, wir wollen auf GDD laufen, bis hin zu, ich bin alleine und weiß noch gar nicht, was der Unterschied zwischen den Lernpfaden ist, die ganze Spannbreite. Mhm. Und so ist es, glaube ich, in der Praxis immer. Ne? So ist es auch in den Coder-Dojos. Mhm. Da muss man irgendwie drauf eingehen. Ne? Deswegen ist es immer auch die Kombi aus dieser Videokonferenz plus dem Chat, mhm. ne, weil hinterher dann jemand sagen könnte, dachte ich eigentlich, will OKR machen, jetzt bin ich mir nicht sicher. Dann kann man das im Chat halt auch nochmal diskutieren und kommt vielleicht auf einen anderen Ansatz, der besser passt. Vielleicht da noch mal gleich eine Anschlussfrage. Simon, wir hatten ja auch über den Circle Finder schon gesprochen auch, hatten uns gestern kurz mal kurz geschlossen. Jetzt höre ich aber so ein bisschen raus, aber tatsächlich sozusagen das Matching oder sich da wirklich so ein Circle sich zu bilden, ist eigentlich eher um den fünften rum dann sinnvoll, oder? Ja, jetzt schon sind, also von denen, warte mal, die ich hier gezeigt habe, ne, man sieht es ja. Die sind alle schon älter ein bisschen, ne? Die sind alle schon älter. Naja, der hier, gut, aber der kommt nicht aus dem Kontext, genau. Also da ist jetzt keine neue für die Experience dabei. Wir werden so eine Woche, das ist dann der Montag, also Dienstag oder Mittwoch davor, eine Mail verschicken, wo wir das nochmal erklären, was an dem Montag passiert und auch den Hinweis auf den Circle Finder nochmal schicken. Und natürlich, jeder, der will, kann sich da vorher schon versuchen, zusammenzufinden. Ansonsten dient halt die Woche 0 dazu. Also hätte man den 5. bis zum 10. Oktober letztendlich Zeit, sich zu entscheiden von, ich mache es alleine, ich mache es im Tandem, ich mache es im Circle. Und im Idealfall, finde ich, sollte so ein Circle-Finder auch möglichst selbstorganisiert funktionieren. Ne? Und wir wissen aber ja alle, ne, manche Circle finden sich einfach dadurch, man kennt drei Leute und denkt, das könnte passen, dann frage ich die mal, was völlig okay ist. Dann gibt es immer mal Nachfragen auf Twitter, ne, wo, wenn ich sehe, weise ich dann auf den Circle-Finder hin. Und umgekehrt, wenn jemand in den Circle-Finder was reinschreibt, poste ich das auf Twitter, was weiß ich, hier ist ein Circle, Sketchnote, Lernpfad, da sind schon drei Leute drin, zwei werden noch gesucht. Ne, darüber kann sich das komplettieren. Und ich denke, die Dynamik, die wir jetzt hier in den Circle Finder bekommen, wird halt dadurch, dass 100 Leute auf einmal starten, halt höher sein und damit wird auch die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass ich da andere finde, als wenn ich das einfach so, ich starte jetzt im Juli, aber irgendwie, da schaut sonst gar kein anderer drauf gerade. Okay, ja. Ich hatte gerade so überlegt, wann jetzt für mich so der richtige Zeitpunkt ist, da mal was reinzuschreiben. Ja,
Also wenn du jetzt schon eine Idee hast und sagst, du suchst Leute, dann kannst du im Prinzip ab jetzt den Post da absetzen. Ne? Das ist auch so, normalerweise auf Connect ist das so ein Post zu starten, ähnlich wie auf Twitter. Ich drücke auf den Knopf und habe ein Eingabefeld. Wir haben den Bereich hier so konfiguriert, dass das schon so ein bisschen vorstrukturiert ist. Ne? Ja. Da kann ich dann zum Beispiel reinschreiben, ich bin Koordinator, Circle läuft auf Deutsch, Englisch, Französisch. Jetzt von vor Corona-Zeit steht hier noch Face-to-Face, wobei ich kenne nach wie vor auch Circle, die Face-to-Face laufen. Start wäre dann halt wahrscheinlich 5.10. Dann kann man hier reinschreiben, wer ist schon Mitglied. Ein bisschen eine Beschreibung noch dazu. Ne? Das leitet Leute, die eben da was suchen. Wenn man sagt, das passt einem alles nicht, man will es anders beschreiben, macht man das halt weg und schreibt da einen anderen Text rein. Ne? Das soll nur so eine Hilfestellung quasi sein. Und das kann man auch jederzeit bearbeiten. Also wenn man sagt, man hat dann jemand noch dazu, trägt man den Namen ein und sagt, wir suchen noch zwei weitere oder sowas. Das ist recht flexibel quasi. Okay. Dann gucke ich mal. Genau. Sagen wir noch zwei Minütchen. Marianne, sehe ich, hat die Hand noch oben oder wieder oben? Ja, okay. Genau, die Edith, glaube ich. Ja, ich habe noch eine Frage zum 5. Ist das richtig? Da sind alle 100 Leute dabei, die mitmachen? In diesem Chat. Also es werden alle 100 eingeladen. Ob alle 100 dabei sind, wissen wir nicht. Ja, gut. Das sind Stand jetzt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es voll wird. Ich habe gestern es veröffentlicht und wir haben Stand jetzt 39 sind vergeben schon. Also es ist eine ganze Woche noch Zeit. Das wird bestimmt, werden das 100 werden. Wobei, so wie wir es jetzt gerade gehört haben, ne, der eine hat sein Teammeeting zu der Zeit, der andere ist gerade im Urlaub mal eine Woche oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass man da irgendwas zwischen 50 und 70 Leute ist, dann vielleicht online. Und die anderen schauen sich das dann im Nachgang an und dann eben den Chat. Da hat man den Chat, der läuft auch auf Connect. Da posten wir dann die Videos rein zum Nachschauen. Da kann man halt dann auch nochmal Fragen stellen. Okay, ich habe noch keine Anschlussfrage. OKR, das ist eigentlich ein frei gewähltes Ziel, ähnlich wie bei Wohl. Verstehe ich das richtig? Genau, also OKR, die Quelle, die ich immer empfehle, ist tatsächlich das Original bei Google. Ja. OKR ist eine Methode, wie ich Ziele beschreibe, wie ich Ziele messbar mache, wie ich mir die selber aufschreibe und wie ich verfolge, dass ich es tue. No, da gibt es auch, wenn ihr mal googelt nach OKR Cycle, da gibt es quasi so einen eigenen Cycle, hat man auf dem ersten LernOS Camp, den Johannes von WorkPath in München, no, wo ich quasi auch so einen eigenen Zyklus habe, wie ich über ein Quartal quasi meine OKRs setze, finalisiere. So wie OKR gedacht ist, wenn ich als ganze Organisation OKR mache, so wie Google, habe ich Ziele auf, Google macht es auf der Ebene von Alphabet, von der Holding, auf Ebene von Google als Marke oder YouTube als Marke, auf Ebene der einzelnen Teams und auf Ebene der Individuen. Ne, sodass ich für jedes Team, für jede Marke sehen kann, was sind die Ziele pro Quartal. Und es passt eben sehr schön zu Working Out Loud, zu dieser Offenheit, weil quasi die Ansage ist, jedes Ziel muss offen einsehbar sein für alle in der Organisation. Also ich sehe im Google Intranet die Ziele vom Chef, vom CEO, von allen. Und es gibt die Maßgabe, maximal 5 Objectives pro Quartal. Maximal 3 davon dürfen top-down kommen, 2 müssen bottom-up kommen. Also das heißt, wenn ich OKR habe in der Firma und sage, ich habe ein Wollziel, habe ich in so einer Firma überhaupt kein Problem, weil ich sage, mein Wollziel ist eines meiner 5 Objectives. Und der Chef kann nichts sagen, der kann mir nur die 3 anderen diktieren. Ne? In der idealen Welt, wenn ihr mal ein bisschen googelt, wie Firmen das machen, ist es meist so, dass OKR so eine abgewandelte Form des bisher bestehenden Zielvereinbarungsprozesses ist und meist die individuelle Ebene weggelassen wird. Ja, und da versuchen wir halt genau das jetzt von unten gegenzusteuern und zu sagen, das bringt aber auch was, wenn ich es für mich selber mache, einfach um Klarheit zu haben, was will ich eigentlich lernen und warum. Okay, damit sind wir am Ende angelangt, würde ich sagen, ich danke euch, würde mich freuen, wenn wir uns da sehen, freue mich auf eure Erfahrung, wenn ihr noch Fragen habt, gibt ja verschiedene Kanäle, wo ihr mich erreicht, gerne stellen, dann würde ich jetzt die Aufnahme anhalten und ich weiß gar nicht genau, wann es weitergeht. Weiß das jemand auswendig? Sonst ich meine um 15 Uhr. Ja, um 15 Uhr. Alles klar. Dann vielleicht bis 15 Uhr wieder hinzu. Ja.